So, dann mal weiter hier. Ne, Pause aus. Da weiter. Obwohl, hier war die Falle. Im Moment vor. Ah, Sackgasse. Na super. Ah, ah, einer fehlt. Nicht gut, nicht gut. Dünner hier. Wo ist Dünner hier? Achso, die ist einfach rausgelaufen. Wir müssen jetzt zurück dahin. Und dann schauen wir als nächstes da lang, damit wir so nach und nach alles fertig haben. Obwohl hier nicht mehr viel zu sein scheint. Da ein kleiner Raum, da ein kleiner Raum. Und dann müssen wir schon in den nächsten Bereich gehen. Mal gucken, ob da noch ein weiteres Labyrinth kommt oder ob das jetzt die Katakomben schon waren. Aber das glaube ich irgendwie nicht, denn wir wurden ja gewarnt, dass die Doppelgänger hier ihr Nest in Anführungszeichen haben. Und dafür haben wir noch viel zu wenig gefunden von denen. So, Emulen vor. Und Fallen suchen. Oh, noch ein Grab. Und diesmal ist eine Falle drauf. Schauen wir nochmal. Oh, die sind gut, die sind gut. Der Rest ist... Oh, das könnte Schutz vor Magie sein. Das ist auf jeden Fall gut. Da erinnere ich mich auch gerade an den einen Halbling-Zwerg-Gnomen, der uns einmal Schutz vor Magie gegeben hat und sagte, wir sollen sie gegen die 6 verwenden. Wer auch immer die 6 sind. So, die können zu weit entfernt. Hm. Na gut. Was wollte ich mitnehmen? Genau, die Schriftrolle. So, hier war also auch nichts. Dann kannst du schon mal nach da gehen und Fallen suchen. Fallen suchen. Düne hier, guck mal kurz. Ne, wer hat die Rolle bekommen? Schutzformel gegen Magie, 2 Stück. Aber die war doch gar nicht identifiziert, als Emon sie gefunden hat. Komisch, komisch. So, den Stab des Feuers. Ja, das wussten wir auch schon. Aber ich mag keine blauen Gegenstände im Inventar. So. Wow. Eine Falle. Eine Falle. Und eine Falle. Fallen in Schärfe auf 100% zu bringen, hat sich definitiv gelohnt. Und... Oh, noch ein Buch. Das sieht genauso aus wie die anderen Bücher, die Stats bringen. Das ist ja cool. 2 Stat-Bücher auf einer Ebene. Da brauchen wir aber den Rest der Gruppe in der Nähe, damit Inventarplatz nicht ganz so mangelbar ist. Gut, sind schon in der Nähe. Dann gibt mal die Spruchrollen alle ab. Ah ne, da ist die Schriftrolle. Okay, ich dachte schon. Schutzformel gegen Magie, 3 Stück. Wir sollten die nur auch irgendwann verwenden. Naja, spätestens in Durlaks Turm. Hm? Da werden wir definitiv alles brauchen, was wir kriegen können. Was bist du für eine Halskette? Zion besetzte Halskette. Hm, was auch immer Zion ist. Also ich weiß, was Zion in Real Life ist, aber das wird hiermit nichts zu tun haben. Leitfaden der Einsicht. Die Wahrheit um ein, Weisheit um einen Punkt. Das hatten wir doch eigentlich schon. Ah, Weisheit 15. 14. Na gut, jetzt hat er gleich Weisheit 15. So, und benutzen. Schick, schick. Langsam mausert er sich. Geschicklichkeit wäre noch ganz nett. Da haben wir noch gar keinen Punkt erhöht. Konstitution und Stärke natürlich auch, aber da haben wir ja wenigstens schon mal einen Punkt drin. Jeweils. Ah, so im Nachhinein betrachtet hätte ich vielleicht auch ein paar Mal öfters mit ihm würfeln sollen, damit er auch Stärke auf 18 hätte. Weil mit den Stärke 15 sich hier durchquälen war schon arg nervig teilweise. Und so einen zweiten Minsk zu haben, der alles tragen kann, wäre schon schick gewesen. Aber naja,
Jetzt haben wir es ja bald hinter uns. Dann kommen hoffentlich irgendwann die Ogerhandschuhe und die Beutel der endlosen, was auch immer, wo man ganz viel Zeug reinstopfen kann. So, jetzt alle beisammen. Düne, hier mach mal deine Doppelgänger. Und du mach mal Feuchtbann. Und dann schauen wir mal nach drüben. Womit kann ich dir? Ja, wusste ich doch, hier geht's weiter. Dreppen. Den Namen kennen wir auch noch. Ihr habt Arabella vergiftet. Ist das der Typ mit seiner Kuh? Die hieß aber nicht Arabella, oder? Egal. Und denkt daran, dass ich diese Burg in Händen wie in euren fallen lassen wollte. Und dann denken, dass ich diese Burg in Hände wie den euren lassen würde. Harr, Menschlein. Komischer Kauz. Stirb einfach. So, hier haben wir einen riesigen Raum. Oh, die Halsketten von Doppelgängern können öfters mal Tränen sein. Ne, schade. Also diese 3000er Halsketten. Die nehmen wir schon auf jeden Fall mal mit. Ich höre Fliegensummen. Also werden wahrscheinlich hier noch irgendwo anders Leichenräume sein. Ja, hier ist das Summen. Heda? Beida? Ja, ja, ja. Ich muss nur meine Krieger holen, sorry. Dachtet wohl, ihr könntet mich überlisten, was? Versucht's doch, Hohlkopf, dann sehen wir, wer von uns heil davon kommt. Yondala. Es ist sinnlos, dich zu wehren. Der hat mal was Neues gesagt. Es ist sinnlos, sich zu wehren. Mhm. Sieht man. So, die Goldketten scheinen sich auch langsam zu... Oh. Die Goldkette war zu viel für ihn. Wir sind ganz schön vollgestopft. Ja, weil ich meine Ressourcen nicht verwende, ne? Die ganzen Stäbe und Zaubersprüche und Tränke. Aber das kennt man ja schon. So, da wollen wir jetzt rein und gucken, was hier so rumstinkt. Und auch noch abgeschlossen. Und Magie bannen. Das ist auch praktisch. Sage ich irgendwie immer. Ja, das kann man dafür benutzen und das dafür und das dafür. Und dann, wenn es genau soweit ist, vergesse ich es. Ach ja. So. Noch mehr Räume. Aber hier sind wenigstens nicht so viele Tunnel. Sondern nur ein riesiger Raum und davon geht alles ab. Wer hat da gegähnt? Ein Skelett? Warum greift Karl ein Skelett an, das niemand sehen kann? Hull. Ihr wollt wirklich Hulls Spezialelixier gestohlen haben? Stimmt, den Krankheitsheiltrank für die Kuh. Und habt es dann an die Kühe verfüttert? Ihr werdet den Tag noch bereuen, an dem ihr mich getroffen habt, Georgon. Nee. So, immerhin. Oh, ihre Spiegelbilder sind weg. Wie lange halten die anderen Sachen eigentlich? Das hält eine Runde pro Stufe. Eine Runde pro Stufe. Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Immun guckt weiter. Da scheinen hier die Kammern zu sein von den einzelnen Doppelgängern. Sehr spartanisch. Jetzt haben wir hier noch eine Kammer. Irgendwas nicht in Ordnung? Und wer kommt da? Eine der Mönche. Karan, Dummkopf, unverschämtes Balk. Ich lehrte euch, versuchte euch Weisheit beizubringen. Wir haben gerade einen Weisheitspunkt bekommen. Aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Genauso könnte ich Mitgefühl von einem Cent verlangen. Ihr seid ein Nichtskind und ihr werdet bald noch weniger sein. Ja, mich auch. So. Und schon läuft er weg. Ja, die Hauptquest hätten wir ruhig früher ein bisschen weitermachen können. Was hast du dabei?
Unsichtbarkeitstrank, nö. So, hier ist langsam mal zu Ende. War ja auch groß genug bisher der Raum. Der Raum ist größer als Nashkel. Naja, fast. So, da geht's wohl weiter, aber erstmal. Ah, da sind die Skelette, die keiner sehen konnte. Oh, da sind viele Skelette, die man nicht sehen konnte. Dünner hier, verwend mal einen Feuerball. Der Rest hält man ein bisschen Abstand. Das war's schon. Schade, eigentlich wollte ich langsam ein bisschen die Feuerstäbe aufbrauchen. Was für Pfeile habt ihr dabei? Stinknormale Pfeile. Ach nee, lass mal. So, ja, die Symmetrie erwartet hier jetzt auch drei Räume. Und sie wird nicht enttäuscht. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Na, wer bist du? Der Freund von Hull? Wie hieß er noch? Zu spät. Fuller. Bolzen solltet ihr holen. Stattdessen hätte ich euch wohl besser meine Stiefel sauber lecken lassen sollen. Stück Fleisch. Na gut, also wurden da noch nicht so viele Leute oben übernommen. Aber es war kurz davor. Und wir haben es verhindert. War alles geplant. Dass wir Mönche umgebracht haben und die Anführer des Eisenthrons und so. Nur damit wir hier zu den Doppelgängern kommen können. Ganz bestimmt. So, noch ein Mönch. Pada. Ich soll euch trösten? Ach, ich zeige euch einen süßen und leisen Trost, wenn ihr mich nur lasst, nichts nutzt. Super Tarnung, die ihr da habt. Und zack. No, Skelette. Ein Skelett. Zwei, drei. Na gut, das lohnt sich doch schon fast. Feuerball. Wir haben genug davon. Sind wir hier? Warum machst du nichts? Feuerball, du gehst weg. Wo kam der Blitz her? Falle zugeschnappt. Oh. Im Moment, guck mal kurz. Und bring das da um. Nein, 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 ihr solltet da jetzt nicht reinlaufen. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, stirb einfach. Du guckst weiter nach Fallen. Ah, sind ja noch mehr. Na gut, du Feuerball dahin. Jetzt aber Schluss, oder? Wo ist eigentlich der Rest? Du hast hier nichts gefunden? Ne. Was bist denn du? Oh, ein Diamant. Also eben auf dem Fußboden. Hatte wahrscheinlich einen Doppelgänger dabei. So, ihr seid ganz normale Skelette. Und da ist eine Leiche, die um eine Säule drapiert wurde. Na gut. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Hey, wir seid denn hier, kleine Leute? Fallen scheinen schon mal auf. Arcanes. Oh, ist das der Zwerg aus der Mine? Hieß der nicht so? Bei allen Göttern. Das Ding war der junge Dreppin. Was geht hier vor, Gerogon? Ober hat uns gebeten, euch hier zu suchen. Aber das ist übler als seine fürchterregendsten Illusionen.